Hallo Fahrradwohnwagenfreunde. Ja, dies ist ein Interviewvideo. Allerdings war das so nicht geplant, denn während ich das Video Vlog Fahrradwohnwagen treffen Merkendorf schneide, ja, kam mir das so in den Sinn. Mensch, das ist so interessant, diesen Camper mal im Detail vorzustellen. Ich hatte da auch gut 4-5 Minuten mit dem Erbauer kommuniziert und deswegen habe ich mich jetzt spontan entschieden, da ein separates Interviewvideo draus zu machen. Ja, und deswegen auch diese Vorab Moderation, weil normalerweise beginne ich ja immer mit Hallo Fahrradwohnwagenfreunde, meine Videos, und das fehlt jetzt hier in diesem Video. Dann schaut euch das jetzt mal an und sagt mir doch mal, was ihr davon haltet. Also ich finde das Konzept echt gelungen und auch die Details, die man da so sehen kann, spitze. Viel Spaß mit den weiteren Aufnahmen. Er ist gestern relativ spät noch dazugekommen. Der antierende, leichteste Fahrradwohnwagen. Stimmt's? Ja, von den Luggenau-Pokal da. Ja. Und du hast ihn noch mal leichter gebaut. Ja, und auch schwerer, weil es kommen noch 8 Kilo Notstrom dazu. Warum das? Ja, ich habe kein Solar und auch keiner Lade sollte 4 Stunden stehen. Was hast denn du hier für ein Monster-Kettenblatt hinten drin? 50er. Ist das so original bei dem Fahrrad? Nee. Das Fahrrad ist eigentlich wieder auf dem Motor, nicht mehr original. Andere Kabel. Ich habe das noch nie gesehen. Mit dem Motor, gibt es das in Deutschland zu kaufen oder ist das auch so in China? Italiener. Italiener. Was hast du jetzt hier an deinem Camper neu gemacht? Ich weiß es schon, aber verrat's uns mal. Ja, das ist alles jetzt in Carbon-Profile. Alles komplett Alu raus und mit Carbon selber gewickelt. Und wie hast du das Carbon viereckig gewickelt? Warte mal. Ich sag dir. Super leichte Kiste. Wo sind wir da hin? Der Camper lässt sich ja auch zusammenklappen, ne? Und so sieht es dann aus. Du hast das um Holz gewickelt? Ja, und erstmal das Holz auf den Styroporkern geklebt und dann drüber gewickelt. Und dann das Styrodur rausgemacht oder drin gelassen? Drin gelassen, teilweise. Hier oben ist nur Styrodur, ohne Holz, und dann in der Senkrechten ist mit Holz. Und unten die Streben, das sind dann 4 Lagen Holz nebeneinander. Ja, du hast dann, wenn du das draufklebst, mit was hast du das verbunden erstmal, das Holz mit den Styrodur? Das ist normaler Holzleim gewesen. Ja. Okay, und dann hast du Harz drauf gepinselt, ja, wahrscheinlich? Ja, und dann drum gewickelt, ja, eine Lage oder wie viel? Ja, maximal 2. Und das geht dann auch nicht wieder ab oder so? Nee. Okay. Aber wenn man es rauskriegen will, wie hier, ne, Aceton. Was ich meine ist, wenn man in dem Moment, wo man das drum wickelt und dann loslässt, löst sich das dann wieder durch die Biegung? Oder? Nee, ich habe zwei Winkelschienen gehabt und habe das dazwischen geklemmt. Das sind dann 2 Winkelschienen, also so und dann zusammengepresst für die Viertelstunde, wie das Zeug angezogen ist, und dann bleibt es auch da drauf. Aber wie kriegst du dann die Winkelschienen wieder runter von den? Backpapier. Ach, Backpapier dazwischen. Backpapier dazwischen. Und brauchst du ja, musst du mal ausprobieren, weil es gibt Beschissenes, das kriegst du nicht wieder ab. Und Gutes, das kannst du wirklich wieder abziehen, das kannst du mehrmals benutzen. Und wie gesagt, Backpapier. Ja. Und so sieht das Endergebnis, Endergebnis aus. Und das hast du hier auch selber gebaut, oder nicht? Nee, das kann man kaufen, diese Kniegelenke. Wo die Hebel sind eben. Normalerweise ist hier eine Imbusschraube drin, aber jedes Mal mit Schlüssel und so. Und da ist man halt geschenkt. Weil am Ende kannst du das Teil richtig komplett klein zusammenklappen, ne? 40 Hoden etwa ist das in Hoch. Und wiegt dann vom Gewicht? Also, ich habe es letztens auf der Waage gehabt und da war ich mit Akku hinten drauf bei 35 Kilo trotzdem. Mit Akku sogar? Und ohne Akku? Ohne Akku, ja, der Akku wiegt 6 Kilo, also sind wir knapp unter 30 Kilo. Cool. Weil die Auszugschienen. Das Fahrrad, das wiegt schon 10 Kilo und die gebremste Achse wiegt auch 10 Kilo. Dann bist du schon mal bei 20. Ja, die Schienen sieht man da, ja, genau. Die Schienen sind das Schwerste hier an der ganzen Geschichte. Ja, die halten den ganzen Mist zusammen. Den ganzen Mist? Also ich würde sagen, den ganzen Wahnsinn, den du hier gebaut hast. Mit Bremse sogar. Brauchst du doch gar nicht bei dem Gewicht. Na, jetzt schon. Und Federung hast du auch? Ja. Mit Stoßdämpfer oder was ist das hinten? Ja. Also sonst springt das Ding so auf der Straße rum. Na, weil der so leicht ist. Ja. Oh, super. Ja. Kommst du wieder nach Luggenau?
Ja, auf jeden Fall. Na, dann hast du jetzt schon wieder den Preis sicher, bin ich mir fast sicher. Das Einzige, was wir noch überlegen müssen, weil du hast natürlich jetzt einen Zeltplane. Ja, deswegen macht man eine extra eine Kategorie fester Aufbau, Zeltaufbau. Du bist aber auch dann der Einzige mit Zeltplane wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch keinen gesehen, der noch so eine Zeltplane hat. Gut, ja. Aber ja, ich würde sagen, kann ja jeder machen, wie er will, ne? Wenn ja, jemand sagt, ist unfair. Weil gut, aber jeder entscheidet das ja selbst. Ja, gut, aber vom Prinzip kann ja jeder, der diesen Titel haben will, sich auch einen Wohnwagen bauen, so wie du, und dann gucken, dass er es noch leichter hinkriegt. Was ja eigentlich möglich wäre, alleine schon, wenn du darauf verzichtest, da unten, ja? Genau. Was du ja nicht unbedingt brauchst. Normalerweise nicht, aber lag mir am Herzen, deine Federung zu haben, weil das rüttelt dann doch sehr. Alles, was du da reinpasst, das rüttelt dann nicht und sieht nicht gut aus. Und deine Deichsel, wo sieht man die? Warte mal, die ist hier oben. Kannst du abnehmen. Hast du die selber gebaut? Nee, das ist original hier Querido Kinderwagenanhänger, die Achse und. Und das und die also original, okay, ja. Ja, und das ist der Schwachpunkt, weil ich habe die Räder weiter da hinten gesetzt und wollte hinten viel Gewicht haben, ne? Im Endeffekt habe ich ja vorne jetzt 8 Kilo Achslast auf diesen Plastikknubbel hier. Okay. Und das ist ja grenzwertig. Also sollten die Räder etwas weiter nach mittig gesetzt werden? Ja, genau, ne? Aber es geht nicht, weil unten ist komplett alles verklebt. Der Winkel ist verklebt, ist alles verklebt. Das müsste jetzt komplett wieder auseinandernehmen. Musst du dann doch noch hinten ein Gegengewicht dranhängen? Ja. Eine Wasserflasche oder so? Ja, ich meine, selbst, ich habe hier noch, wie gesagt, den Notstromer jetzt dabei. Der wiegt ja nochmal mindestens 10 Kilo, oder? Naja, angegeben ist er mit 8,5. Jetzt habe ich hinten noch einen extra Auspuff dran gemacht, damit es noch ein bisschen leiser wird. Aber es reicht eben immer nicht. Selbst mit dem Ding habe ich vorne immer noch die 8 Kilo. Ah. Und ja. Muss ich nochmal einbauen. Ja, ich weiß. Ja, ich muss jetzt mal weiterlaufen, aber schön, dass du das im Detail erklärt hast. Ja, ich wollte eigentlich immer nur ganz kurz vorstellen, wer jetzt noch gekommen ist. Und jetzt haben wir ja schon fast ein separates Video gemacht mit deinem Camper. Aber es war sehr interessant. Ja, gut. Viel Spaß noch heute. Alles klar, wir sehen uns beim Essen. Also ich glaube schon, dass diese Informationen, auch wenn es hätten mehr sein können, ein separates Video wert waren. Im Nachhinein ärgert es mich natürlich, wenn ich das so erzähle, ne? Warum ich da nicht jetzt ein separates Video draus gemacht hatte. Ja, einfach aus Zeitgründen. Es war ja so viel zu tun an dem Tag und ich habe so viel gefilmt und dann geht halt das ein oder andere unter. Wenn ihr wissen wollt, wie man das zusammenfaltet, ich glaube 2023 war das mal in einem Video zu sehen. Er war ja auf der Bühne, wir haben das gewogen, er hatte damals den Preis, leichtesten Fahrradwohnwagen, gewonnen. Ja, ist ja eigentlich ein Schlafwagen. Gibt es bestimmt den einen oder anderen, der das kritisiert, dass es ja kein richtiger Wohnwagen ist. Aber spielt ja keine Rolle. Also wir unterscheiden da jetzt in dem Sinn erstmal nicht. Genau, und wenn du vielleicht diesen Pokal haben willst, beim nächsten Fahrradwohnwagen-Treffen werden wir auch wieder Pokale verleihen und du willst vielleicht noch einen leichteren bauen, ja? Jetzt hast du ja das Gewicht gehört, knapp unter 30 Kilo. Es gab auch schon mal einen, der hat ein ähnliches Konzept mit einer Achse gebaut. Ich glaube, 2022 war das. Der hatte auch den Titel leichtesten Fahrradwohnwagen. Also mit Zeltplane kannst du natürlich ultra leicht bauen, ja, ganz klar. Ansonsten, ja, sorry für die mangelnden Informationen, wie man das zusammenklappt und so weiter. Vielleicht noch ergänzend, vorher hatte er das Ganze mit Aluminiumprofilen gebaut und um das halt noch leichter zu bekommen, hat er sich die Mühe gemacht, das Ganze mit Carbon nachzubauen. Also schon echt beeindruckend, ja. Genau, so, ich will das gar nicht so in die Länge ziehen. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Jörg.